herzlich willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit recht herzlich unseren Patienten, Herrn Iser, und den behandelnden Oberarzt, Herrn Dr. Margraf. Guten Tag zusammen. Hallo. Guten Tag. Herr Iser, vor ungefähr 3 Monaten haben Sie sich bei uns in der Klinik mit Schmerzen in der Brust vorgestellt, die sogenannte Angina pectoris. Unser niedergelassener Partner, Herr Dr. Peek, hat die Diagnose gestellt und die Voruntersuchungen gemacht. Wie hat sich das für Sie angefühlt und wann haben Sie diese Beschwerden überhaupt gehabt? Die Beschwerden habe ich an sich am Anfang nur unter Last. Also wenn ich mich irgendwie angestrengt habe, dann habe ich schon was gemerkt, aber war am Anfang auch noch nicht so. Aber zum Schluss war das so, dass ich manchmal 100 Meter gegangen bin und hatte ich dann Probleme. Diese Probleme, ist das wie so ein Messerstich, der sozusagen sich durchs Herz bohrt? Oder ist das so ein man atmet sehr schwer. Und so ein kleiner Druck ist das oben, so am Brustbein, sowas. Und wenn Sie sich in Ruhe verhalten haben, am Sofa gesessen haben, da war das alles weg? Alles korrekt, ja. War nichts. Also nur unter Last. Und wie muss man sich das vorstellen, unter Last? Also Sie gehen die Treppe hoch, dann wird es eng in der Brust und geht das dann sofort wieder weg oder hält das länger an? In dem Moment, wo ich mich hinsetze, ist es relativ schnell wieder weg. Aber wenn ich jetzt mich weiter bewege, dann hält das noch ein kleines bisschen. Aber es ist auch innerhalb kürzester Zeit ist es auch weg gewesen wieder. Herr Dr. Peek ist ja ein wirklich sehr erfahrener Kardiologe und der kennt sich gut aus mit der Durchblutungsstörung. Was für Untersuchungen hat er alle bei Ihnen durchgeführt? Ja, das ist so ein Belastungs-EKG, ist bei mir gemacht worden. Und musste man, glaube ich, erzwingen irgendwie, oder so, dass da irgendwie was passiert bei mir. Und es ist auch gelungen. Also es war sehr, sehr, sehr anstrengend für mich. Und hat er mich sofort eine Überweisung geschrieben und dann war ich auch innerhalb von einer Woche war ich bei Ihnen auf dem Tisch. Genau, dieser Tisch, was ist das für ein Tisch, Herr Dr. Margraf? Was meint Herr Iser genau? Genau, also er meint natürlich den Herzkatheteruntersuchungstisch. Ja, genau. Und da haben wir tatsächlich eine Katheteruntersuchung durchgeführt, weil natürlich die Beschwerden sehr, sehr typisch waren für eine Angina pectoris, ausgelöst durch eine Verengung von Herzkranzgefäßen. Und das Ganze also auch noch eine Minderdurchblutung des Herzens unter Belastung auch in diesem Belastungs-EKG noch dokumentiert werden konnte. Wir haben dann vorher eine Herz-Ultraschall-Untersuchung gemacht, um einmal zu schauen, wie vital das Herz ist, haben da zum Glück gesehen, dass das Herz noch ganz normal pumpt, also keine Narbe entstanden ist, kein Herzgewebe untergegangen ist und haben dann im Anschluss da eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Viele Patienten, die jetzt dieses Interview hören, machen sich Sorgen. Herzkatheter, große Operation. Wie muss man sich das vorstellen? Wo geht der Katheter rein und wie lange dauert so etwas überhaupt? Das ist ein Eingriff, der in lokaler Betäubung durchgeführt wird. Der in Lokalanästhesie durchgeführt wird. Dabei wird am rechten Handgelenk, das ist unser beliebtester Zugang, weil er sich als der sicherste Zugang erwiesen hat, lokale Betäubung gesetzt. Und dann kann man von dort mit einem ganz dünnen Katheter zum Herzen gehen. Und insbesondere die reine Diagnostik ist ein sehr kurzer Eingriff, der den die meisten Patienten wirklich als nicht problematisch ansehen. Also im Durchschnitt 20 Minuten. Und jetzt gibt es ja Engstellen, das ist ja so ähnlich wie es Farbtöne gibt, die den ganzen Regenbogen entlang gehen. So eng gibt es auch Engstellen. Was ist denn eng und richtig eng und zu eng? Wann muss man überhaupt einen Stent setzen? Wann ist eng zu eng und wann ist eng nicht eng genug? Ja, also ab ungefähr 2/3 Verengung fängt es an, in einen kritischen Bereich zu kommen. Wenn es dann Richtung 90-99% geht, ist es klar. Aber im Zwischenraum gibt es einen gewissen Grenzbereich, der sich auch aufgrund einfach der Methode, mit der wir die Herzkranzgefäße darstellen, nicht immer sicher definieren lässt.
Also man macht ja mehrere zweidimensionale Röntgenbilder, nachdem man die Blutgefäße mit Kontrastmittel gefüllt hat. Und das bloße Auge ist da oft nicht in der Lage, eine richtig kritische Stenose von einer noch konservativ, also noch ohne Stent behandelbaren Verengung zu unterscheiden. Es gibt eine Methode, wir nennen das ja die Druckdrahtmessung, mit der lässt sich dann diese Relevanz der Engstelle tatsächlich objektivieren, wie in einem Ampelschema. Und da kriegt man ganz klar grünes Licht, wenn da ein Stent rein muss, beziehungsweise rotes Licht, wenn kein Stent rein darf. Das ist das Schöne an dieser Methode. So werden unnötige Stents sozusagen vermieden und nötige tatsächlich auch einmal belegt, dass die nötig sind. Denn es gibt eine ganz gute Studie von sehr ausgewiesenen Experten, die gesagt haben, die sagen mussten, ob eine Engstelle relevant ist oder nicht. Und das ist tatsächlich so gut wie ein Münzwurf. Dieser Druckdraht macht aus dem Münzwurf tatsächlich eine 95-prozentige Sicherheit, und zwar in Richtung grün, aber auch in Richtung rot, also in Richtung Stent implantieren oder Stent unnötig. Wie ist das jetzt bei Ihnen gewesen, Herr Iser, als Sie diesen Stent bekommen haben, und bei Ihnen war der wirklich nötig, weil es sehr eng war, haben Sie einen Unterschied bemerkt zwischen Ihrem Leben vor und nachher, oder war es nur eine Nuance besser? Nee, das ist also schon gravierend gewesen. Also innerhalb kürzester Zeit ging es mir wirklich merklich besser. Man ist immer so ein bisschen vorsichtig gewesen, auch auf dem Weg zum Krankenhaus schon. Aber in dem Moment, wo der Stent drin war bei mir, also als das fertig war, habe ich an sich sofort eine Besserung gemerkt. Bin mit ziemlich viel Herzklopfen reingegangen, aber es war unnötig. Also es ist wirklich ein Eingriff gewesen, den man jederzeit wieder machen würde. Also mir hat es gut getan, definitiv. Und das ist auch ein Eingriff, der an einer Stelle war bei Ihnen, der tatsächlich lebensverlängernd ist. Also das war die Ader, die 40% Ihres Herzmuskels versorgt. Ui. Und ein Stent an der Stelle verlängert auch das Leben. Insofern glaube ich, ist die Indikation, so nennen wir das, also die Begründung für einen Stent sehr gut gewesen. Und wir sind sehr froh, dass Sie von Herrn Dr. Peek zu uns geschickt worden sind, ja, um dann versorgt zu werden. Mhm. Wie ist das dann nach dem Stent? Haben Sie Medikamente nehmen müssen? Vertragen Sie die Medikamente gut? Also Medikamente ist ein ganzer Haufen geworden, aber vertragen tue ich alles gut. Also das ist manchmal, ich habe auch gegen Cholesterin habe ich ein Medikament bekommen. Das ist das, was ich nicht so richtig begriffen habe, weil mein Wert an sich nicht so schlecht war und dass ich trotzdem dieses Medikament nehmen muss. Aber das war eine Sache, die ich an sich jetzt mit Dr. Peek besprechen wollte. Ja, er wird Ihnen da sicher einen guten Rat geben. Ja, genau. Die Datenlage zeigt in der Tat, dass die Patienten mit der Erkrankung, die sie haben, also chronisches Koronarsyndrom, ne, koronare Herzerkrankung, dass die profitieren, egal in welchem Startsegment, die im LDL-Cholesterin sind. Aber das wird Dr. Peek Ihnen genau erklären und da wird er Ihnen sicher einen guten Rat geben. Mhm. Uns ist wichtig, dass sozusagen unseren Patienten, die beispielsweise dieses Interview hören, klar wird, wenn es in der Brust drückt und dieser Druck 5 Minuten über die Belastung hinaus im Sitz bleibt, dann ist Alarm angesagt und dann ist ein Kardiologe zu besuchen. In Ihrem Fall ist alles rechtzeitig passiert. Dann wird kurz ein Katheter gemacht über die Unterarmarterie und eine Nacht später sind Sie schon wieder zu Hause mit einem Stent und beschwerdefrei. Nee, so habe ich übertrieben oder war es bei Ihnen? Nein, das ist genau so eingetreten. Ich war also wirklich nächsten Tag schon wieder zu Hause. Ja, das freut mich sehr. Und die zweite Nachricht ist natürlich, um unnötige Stents zu vermeiden, gibt es eine sogenannte Druckdrahtmessung, die bei uns in Nord auch tatsächlich stets durchgeführt wird, bevor man einen solchen Stent implantiert. Also in unserem Namen, also das ganze Team des Herzkatheterlabors und der Kardiologie, möchten wir uns sehr bedanken für dieses Interview. Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass Sie nicht mehr zu uns kommen müssen, auch wenn es Ihnen gut gefallen hat und dass der Stent noch lange hält. Nee. Bleiben Sie gesund. Ja. Und vielen Dank für dieses nette Interview und Ihr offenes Wort an uns. Ich gebe alles. Auch nochmals vielen Dank von meiner Seite natürlich. Ja, haben wir sehr gerne gemacht. Vielen Dank und alles Gute. Für Sie auch. Vielen Dank.